Heute Schrotweinlese, wir lesen Spätburgunder. Ihr seht, die Anlage ist super gepflegt. Vor allem hier an den Trauben sind die Blätter im Spätsommer weggekommen, damit die Sonne die Beeren trifft und mehr Farbe entsteht. Das ist ganz wichtig für Rotwein. Die Farbe ist in den Beerenschalen und je mehr Sonnenlicht drauf kommt, desto tiefroter wird der Rotwein. Ja, man sieht auch hier aus uralten Reben kommen etwas kleinere Trauben mit kleinen Beeren. Das bringt dann mehr Extrakt für den Wein. Die Trauben hier oben, sieht man, das ist die zweite Generation, Winterholer, werden nicht geerntet. Das wissen die Erntehelfer. Diese Etage ist für uns wichtig. Ja, normalerweise hätte ich jetzt noch erklärt, wie man von Hand sortiert. Das ist bei der Handlese der Vorteil, wenn irgendwo Botrytis auftaucht, also so eine Fäulnis, die kann ich dann mit der Schere rausschneiden auf den Boden. Jetzt sind wir aber 2018, der Jahrgang wird eine absolute Granate und freut sich auch der Martin Beule schon auf die Trauben. Das wird sicherlich ein ganz toller Rotweinjahrgang. Wenn man das jetzt sieht, wie die Trauben schmecken, nicht nur von der Süße, sondern vom Aroma, und ist einmalig. Freuen wir uns drauf. Mit diesen Trauben kann man nichts verkehrt machen. Unser guter Kellermeister wie der Martin, der macht sicher was Besonderes drauf. Ich helfe jetzt noch ein bisschen schneiden, dass die fertig wäre und mir die Wanne auskippen könne. Bis später dann. Ich hoffe, euer Wissensdurst ist für heute gestillt. Für den genussvollen Durst trinkt Oberkircher.